zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Reisebus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern ist wohl auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren. Völlig ausgebrannt. Nach Polizeiangaben hat es 31 Verletzte gegeben. Augenzeugen berichten auch über Todesopfer. Die Polizei Oberfranken konnte dies bislang aber nicht bestätigen. Der Unfall ereignete sich zwischen Münchberg und Gefrees nahe Bayreuth. Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt. Rettungshubschrauber im Einsatz sind. Zugeschaltet von der Polizei Oberfranken ist Jürgen Starter. Was können Sie uns denn über die aktuelle Situation am Unfallort sagen? Ja, guten Morgen. Wir haben heute Morgen leider ein schweres Busunglück auf der A9 zu verzeichnen gehabt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Reisebus besetzt mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern im Verkehr vorher auf einen stauenden Verkehr vorausfahrenden Sattelzug auf. Unmittelbar danach muss der Bus wohl in Brand geraten sein. Rettungskräfte kamen natürlich umgehend vor Ort. Was wir momentan wissen, ist, dass wir 31 Fahrgäste, die zum Teil schwer verletzt sind, mehr oder weniger in Sicherheit bringen konnten oder sich selber in Sicherheit brachten. Derzeit ist der Verbleib der weiteren 17 Fahrgäste unklar. Wir haben vielleicht noch ein